Okay. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wer über Berlin in Europa redet, muss auch über soziale Sicherheit, über gute Arbeit, über gute Löhne und über das Grundrecht der Freizügigkeit und der Arbeitnehmerfreizügigkeit reden. Was wir gegenwärtig erleben, ist eine unsägliche Debatte über die Zuwanderung in soziale Sicherungssysteme. Ein Großteil der Menschen, die das Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit wahrnimmt, hier arbeitet, wandert nicht in soziale Sicherungssysteme ein, sondern sie finanzieren diese sozialen Sicherungssysteme. Das wird immer unterschlagen. Diese Debatte ist auch unsäglich, weil sie so tut, als ob EU-Bürgerinnen und Bürger Zutritt zu sozialen Sicherungssystemen haben. Das haben sie aber nicht. Die letzte Bundesregierung hat, und die jetzige Bundesregierung findet es richtig, einen Leistungsausschluss formuliert im SGB II, also alles, was mit Arbeitslosengeld II zu tun hat, und in der Sozialhilfe. Im SGB II steht, dass Ausländerinnen und Ausländer, die sich alleine zum Zweck der Arbeitssuche in Deutschland aufhalten, keinen Anspruch auf Leistungen haben. Liebe Genossinnen und Genossen, das führt zu unglaublichen Problemen für die Betroffenen. Es drängt sie in Armut, in Not, es drängt sie in Obdachlosigkeit und es drängt sie in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse. Und das ist das Ergebnis von offizieller Politik. Und das war absehbar und das ist gewollt. Die Politik trägt dafür die Verantwortung. Und für all diese Menschen, die wir tagtäglich auf den Straßen sehen, die versuchen, sich über Scheibenwischen am Leben zu erhalten, die Flaschen sammeln, dafür haben wir eine Verantwortung, dafür hat diese Bundesregierung eine Verantwortung und dafür hat diese Landesregierung eine Verantwortung. Und der Senat macht nichts. Er guckt sich das an, er ruht sich aus und wir sollten diesen Senat treiben. Und dieses Thema wird, das ist so klar wie das Amen in der Kirche, ein Thema im Europawahlkampf werden. Und auch in den eigenen Reihen freut man sich nicht besonders darauf, dieses Thema anzugehen. Und ich fordere euch trotzdem auf, im Wahlkampf offensiv das Recht, das Grundrecht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit anzusprechen und zu verteidigen, offensiv zu verteidigen. Das heißt auch deutlich zu machen, dass es eben keine Ansprüche gibt auf Leistungen nach dem SGB II. Und das heißt aber auch deutlich zu machen, dass diese Ansprüche notwendig wären für die Menschen, für ihre Zukunft. Und keine Leistung heißt nicht nur kein Geld. Keine Leistung nach dem SGB II heißt keine Deutschkurse, keine Qualifizierung, keine Krankenversicherung und keine Wohnung. Und das muss deutlich gemacht werden, weil diese Stimmung in dieser Stadt, die zunehmend mehr so tut, nach dem Motto, geht weg, eure Armut kotzt uns an. Dieser Stimmung müssen wir entgegentreten. In dem Wahlprogramm steht ganz viel, was wir wollen, um in Europa insgesamt soziale Sicherungen für Menschen herbeizuführen. Mindestlöhne und gute Arbeit. Wir müssen aber auch in Berlin was tun. In Berlin ist ganz viel offen. Ich sagte eben schon, der Senat lässt es laufen, wie so vieles. Wir brauchen einfach bessere Rahmenbedingungen und einen schnelleren Zugang zu Bildungsangeboten für Menschen, die hierher kommen und arbeiten wollen, zu Qualifizierungsangeboten und zum Zugang vom Arbeitsmarkt. Roland und ich, wir konnten es die letzten Wochen hautnah erleben, am Beispiel der ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner der Eisfabrik. Das ist noch viel schlimmer, als ich mir es tatsächlich vorgestellt hätte.
Die Menschen werden in die Jobcenter geschickt. Dort müssten eigentlich Dolmetscher bereitstehen. Die gibt es nicht. Da denkt auch niemand dran. Da muss man erst Druck machen, dann kommen die. In den Jobcentern, in den Sozialämtern wird total unterschiedlich mit den Menschen umgegangen. Ein Mensch mit einer Bescheinigung, in der drin stand, dass er lebensbedrohlich erkrankt ist, wurde, als es ganz kalt war, vom Sozialamt in Pankow weggeschickt. Er soll doch erstmal zum Jobcenter gehen, er sei ja in einem erwerbsfähigen Alter. Diese Sachen haben wir ständig erlebt. Es gab keine Hilfe, es gab keine Beratung, es gab keine Unterstützung, wenn es nicht Verdi gemacht hätte, wenn sich Assis einen Anwalt besorgt hätte, wenn Hakan sich nicht drum gekümmert hätten, hätten diese Menschen alleine gestanden. Und die Bewohnerinnen und Bewohner der Eisfabrik ist eine Gruppe, die sich zu Wort gemeldet hat. Tausende in dieser Stadt stehen alleine und finden keine Unterstützung. Und die Beratungsstellen, ich bin gleich zu Ende. Und die Beratungsstellen, die es in dieser Stadt gibt, werden auch alleine gelassen. Wir haben unter Rot-Rot angefangen. Ich will es nur kurz noch mal nennen. Wir haben damals die Beratungsstelle für entsandte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschaffen. Wir haben damals die Anlaufstelle für die mobilen Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter geschaffen. Es gibt ganz viele Beratungsstellen, die müssten viel stärker unterstützt werden von diesem Senat. Und er macht es nicht. Er interessiert sich nicht für dieses Thema. Er lässt zu, dass Menschen in ausbeuterische Arbeitsverhältnisse kommen und redet von guter Arbeit. Und das sollten wir laut und deutlich sagen und da sollten wir dagegen vorgehen. Danke. Applaus